Funktioniert Social Media für die Mitarbeitergewinnung in Zahnarzt- und Facharztpraxen noch in 2024 und folgend? Darum soll es im heutigen Video einmal gehen. Damit herzlich willkommen, mein Name ist Leo McGuire und gemeinsam mit meinem 15-köpfigen Team unterstütze ich über 400 Zahnarzt- und Facharztpraxen bei der Mitarbeitergewinnung und Bindung und wir haben schon über 1100 Stellen besetzt. Diese Frage hören wir immer wieder mal in Erstgesprächen oder hören sie zum Beispiel auch auf Events als Einwand, dass Social Media ja für die Mitarbeitergewinnung vielleicht gar nicht mehr funktioniert und der Markt total überfüllt ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, stimmt das? Ich kann Ihnen sagen, es ist der 25. März 2024 und wir haben dieses Jahr schon über 140 Einstellungen generiert bei Kunden von uns mit Social Media als Hauptwerbekanal. Wie ist das möglich? Ja, viele, die dieses Video schauen werden, werden vielleicht eigene Social-Media-Kampagnen laufen haben, wo fast keine Bewerbungen kommen oder werden das Ganze in der Vergangenheit mal erfolglos probiert haben mit anderen Anbietern. Und wie immer im Marketing ist es so, oder wie immer ja, im Markt, in der Wirtschaft, wenn sich eine gewisse Lücke auftut, dann füllt der Markt diese Lücke. So war das Ganze auch mit Social Media Recruiting im Jahr 2020, 2021, 2022 auch noch, wo das ganze Thema noch überhaupt nicht bekannt war und wo es wirklich sehr, sehr leicht war, über diesen Kanal Mitarbeiter zu gewinnen. Dennoch ist es ja so, der Kanal grundsätzlich funktioniert und es ist immer noch der beste Zugang, den es zu potenziellen Fachkräften gibt, diese dort anzusprechen, wo sie sich auch wirklich aufhalten. Und wenn es so ist, dass in einer gewissen Region viele Praxen über diesen gleichen Kanal suchen, dann ist der nächste Schritt, sich zu differenzieren und nicht die nächste Praxis zu sein, die mit ZFA, wir suchen dich, wirbt. Ja, mit einem schönen Bildchen und einer Grafik und dann damit wirbt, dass man sich in 2 Minuten ganz schnell ohne Lebenslauf und Anschreiben bewerben kann. Wer das heutzutage noch macht, der ist im heutigen Recruiting-Markt wirklich verloren. Und Anbieter, die behaupten, dass ja, das ganz, ganz toll funktioniert, die werden nicht weit kommen und die werden ja, wahrscheinlich keine glücklichen Kunden haben oder wenn sie Praxisinhaber sind und sie dieses Video sehen, dann werden sie da wahrscheinlich auch nicht besonders glücklich sein als Kunde. Das ist ungefähr so, als würde man die Amalgamfüllung als die neueste Erfindung überhaupt bewerben und sagen, dass das Ganze ganz, ganz toll ist. Das stimmt einfach offensichtlich nicht. Das zeigen halt eben ganz klar die Ergebnisse. Genauso ist es auch beim Recruiting. Wie differenziert man sich jetzt? Das ist ja jetzt die wichtige Frage. Naja, es ist super wichtig, dass Sie für sich als Arbeitgeber herausarbeiten, welches Alleinstellungsmerkmal haben Sie denn eigentlich? Wofür stehen Sie denn eigentlich? Welche Werte vertreten Sie denn eigentlich? Wie sind Sie als Arbeitgeber? Und Sie sind als Arbeitgeber halt eben mehr als einfach nur eine Praxis, die nach einer zahnmedizinischen Fachangestellten oder nach einer medizinischen Fachangestellten sucht. Sie sind deutlich mehr. Sie haben irgendwo schon eine Arbeitgebermarke. Ja, auch hier ganz wichtig, eine Arbeitgebermarke entwickelt man nicht oder erstellt man nicht, sondern die Arbeitgebermarke ist da und man entwickelt sie, wenn dann überhaupt, weiter und stellt sie nach außen dar, sodass sie auch erlebbar wird für andere. Auch ein häufiges Missverständnis, dass man eine Arbeitgebermarke nicht einfach erfindet, sondern die meistens schon da ist und es halt eben ganz, ganz wichtig ist, dass diese Arbeitgebermarke auch der Wahrheit entspricht. Wie differenzieren Sie sich jetzt? Naja, Sie müssen halt eben einmal rausarbeiten, wofür stehen Sie eigentlich als Arbeitgeber? Was ist Ihnen eigentlich wichtig bei Mitarbeitern? Was leben Sie und Ihr Team, womit andere sich identifizieren können? Und wenn das der Fall ist und Sie haben das herausgefunden und Sie können das auch nach außen darstellen, na, dann bekommen Sie halt eben auch immer noch die Bewerber, die sich genau damit identifizieren und die sagen, dass Ihre Anzeige vielleicht interessanter ist als eine von den ganzen anderen Anzeigen, wo einfach nur steht, ZFA, wir suchen dich. Und dann bekommen Sie auch weiterhin Resultate. Und genauso ist das halt eben auch bei unseren Kunden. Natürlich müssen wir jetzt was ganz anderes machen, als das in 2020 oder in 2021 der Fall war. Aber wir sind, indem wir uns anpassen an die Marktsituation, indem wir uns anpassen an die Bewusstseinsstufe, auf der sich Bewerber befinden und ja, an die lokale Situation unseres Kunden, immer noch in der Lage, wirklich gute Ergebnisse bei der Mitarbeitergewinnung zu erzielen und
zwei, drei Bewerbungen die Woche ist absolut realistisch, auch heutzutage immer noch zu erreichen. Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, nicht die Falschen einzustellen etc. Das sind alles Themen, um die wir uns dann in so einer Zusammenarbeit kümmern. Aber um die Frage einmal zu beantworten, nein, der Markt ist noch nicht zu überfüllt und ja, es lohnt sich auch immer noch über diesen Kanal vorzugehen, aber halt eben nicht so, wie das bei den ganzen anderen Anbietern da draußen gemacht wird, sondern indem sie sich wirklich Gedanken machen oder indem sich ein weit entwickelter Anbieter sich wirklich Gedanken macht für sie und wirklich kommuniziert, was sie differenziert von den anderen Praxen und das auf eine authentische Art und Weise macht, die auch wirklich glaubwürdig ist für einen potenziellen Bewerber. Und wenn sie das machen und dann alle anderen Schritte auch richtig laufen, das bedeutet die kommunikative Außendarstellung, die Videoinhalte, die Werbeanzeigen, die Sichtbarkeit, der Bewerbungsprozess, das Onboarding der neuen Mitarbeiter, dann sind sie auch immer noch in der Lage, sehr, sehr gute Mitarbeiter für ihre Praxis zu gewinnen. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich gehe mal stark davon aus, dass es die Frage beantwortet. Es lohnt sich also immer noch und der Markt ist auch noch nicht zu überfüllt. Und da wird es auch nie sein, weil es wird nie zu viele Anbieter geben, die es am besten machen, sondern es wird immer nur vielleicht eins, zwei geben, die das wirklich sehr, sehr gut machen und die dann die Ergebnisse für ihre Kunden produzieren. Und da freue ich mich sehr, dass wir da immer noch dazugehören. Die Ergebnisse sprechen für sich. Wenn Sie Mitarbeiter für Ihre Praxis gewinnen möchten, dann gehen Sie gerne mal auf www.leomacquire.de und melden sich dort für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir werden uns dann die Situation bei Ihnen anschauen, Ihnen sagen, ob wir Ihnen weiterhelfen können mit dem, was wir tun und dann unser Konzept, was wir haben, einmal ganz genau, individuell und kostenlos für Sie auf Sie anpassen und Sie können dann selbst entscheiden, ob Sie halt eben mit uns zusammenarbeiten möchten oder nicht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit weiteren Videos. Gehen Sie auf www.leomacquire.de und schauen Sie sich das Ganze an. Und dann freue ich mich, Sie bald persönlich kennenzulernen.